Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Magister Andreas Schieder und ich begrüße euch heute bei einer neuen Folge von Andreas Schieder präsentiert Spaß mit Flaggen. Das ist der Ausflug in die weite Welt der Vexillologie. Und die heutige Fahne, rote Fahne mit der schwarzen Doppelkopfadler, ist die Fahne von Albanien. Sie geht eigentlich auf die Symbole und die Begrifflichkeit des Nationalhelden Skanderbeg zurück, der im 15. Jahrhundert in Albanien oder im Raum Albaniens auch gewirkt hat. Heute noch ein riesiges Denkmal am Hauptplatz von Tirana, der Hauptstadt von Albanien auch hat. Und der Adler hat 25 Federn und Skanderbeg hat 25 Jahre auch gegen das Osmanische Reich gekämpft und dabei 25 Schlachten erfolgreich ausgetragen, sagt die Mythologie. In seiner heutigen Form gibt sie es in veränderten Formen seit den 90er Jahren und in dieser Form seit 1912 in der Grundform und in dieser Form seit 1992.